Ja, liebe Handelfreunde, ich darf Sie nochmals herzlich willkommen heißen nach unserem heutigen Auftaktspiel gegen unsere Gäste aus 11:10, Endergebnis 27:25. Beste Torschützen von den Gästen Julian Mühlheiser mit 8 Toren, davon 3 7 Meter. Und von Seiten unserer Rhein-Neckar-Löwen Janni Schneibel 6 Tore und ein 7 Meter. Ich darf begrüßen zu meiner rechten Gästetrainer Gerd Römer und zu meiner linken Daniel Hase. Wie immer hat zuerst das Wort unser Gast. Gerd, bitte dein Statement. Wie hast du das Spiel gesehen? Zuerst wie immer Gratulation an den Gegner. Ich denke, nicht ganz unverdient. Wir haben in der Halbzeit haben wir schon noch gehofft, dass wir zulegen können. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass wir sowohl in der ersten wie in der zweiten Halbzeit ein paar leichte Fehler zu viel gemacht haben. Dem Gegner auch Kontermöglichkeiten gegeben haben, die natürlich hier auch knallhart bestraft werden. Unser Torhüter Magnus Riegel hat uns da sicher vor Schlimmerem bewahrt, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, also ein ganz großes Kompliment. Ja, ansonsten, das hat man erwartet, das ist ja auch das Kribbeln, wenn man hierher kommt, gerade am Anfang auch von der Saison, dass da einfach ein hartes, schweres Spiel vor einem steht, das weiß man, aber deswegen macht man das auch und deswegen, wie gesagt, verdienter Sieg. Wir hätten es etwas besser machen können, sicherlich Rhein-Neckar-Löwen, Kronau-Östringen, sicher auch. Von daher denke ich mal, war es okay. Schönen Dank fürs Erste. Ja, Daniel, deine Einschätzung zum Spiel, kann man das so sagen? Ein Stück Arbeit heute? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche und schönen guten Abend. Ja, ich glaube, jeder hat das Spiel gesehen und wenn ich jetzt sage, das war kein hartes Stück Arbeit, dann würde ich lügen. Es war ein Arbeitssieg, ja, und wenn deine Mannschaft viel falsch gemacht hat, haben wir sicherlich auch viel falsch gemacht. Und ich denke, da sind wir nicht hingekommen und dachten, dass Göpping leichtes los wird, zumindest mit der Deckung. Ich wusste, dass wir das Probleme hatten in Berlin, dass das kommt und da kann man Sachen ansagen gegen so eine Abwehr. Aber wenn man da nicht Bewusstsein hat dafür, eins gegen eins zu gehen, Fehler zu vermeiden, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass es nicht gut war. Ja, und das muss man so benennen und wenn man einzelnen Spielern Sachen sagt, dann müssen sie nicht in ein oder zwei Tage umgesetzt werden, aber man sollte im Laufe der Saison oder Zeit schon Entwicklung sehen. Ansonsten kommt jede Mannschaft hin, spielt eine 5-1, 3-2-1 und wir haben damit Probleme. Also müssen wir mit auseinandersetzen. Ich finde, Abwehr haben wir am Ende ein paar Tore zu viel bekommen durch Fehler vorne, aber ich denke, wenn man so auf 20, 21 Tore kommt, ohne am Ende mit einem guten Torhüter im Tor, ist das schon in Ordnung. Mein Handballspiel ist eigentlich daraus, Tempotore zu machen. Ja, und da haben wir deutlich Luft nach oben. Ja. Schönen Dank, Daniel. Ja, wie schaut es aus? Eure Ziele, wie ich gesehen habe, auf eurer Homepage. Ihr wollt unter den ersten 6 kommen und als wen habt ihr als Titelfavorit? Ja, also ich habe es ja vorher schon mal gesagt, so ganz hundertprozentig ist dieses Ziel 6. Platz ja nicht als erstrebenswert. Meine Information ist auch, dass eventuell nur die ersten 4 die Möglichkeit haben, nächstes Jahr direkt wieder Bundesliga zu spielen, wobei ich da jetzt nicht auf dem allerletzten Stand bin. War in letzter Zeit viel unterwegs, habe wenig Internetzugang gehabt. Von daher, also könnte man schon vielleicht auch sagen, dass wir den 4. Platz ein bisschen im Auge haben, dass wir hier gegen einen von den Titelfavoriten spielen. Ich persönlich habe immer auch Pforzheim immer eigentlich auf der Rechnung, weil sie manchmal wirklich über dem spielen, was sie können. Da habe ich auch großen Respekt davor, aber jetzt so von der Manpower ist natürlich hier Kronau Östringen schon Favorit. Schönen Dank. Ja, Daniel, gestern warst du ja mit dabei mit der zweiten Mannschaft in Hasloch. Da waren auf dem Spielberichtsbogen 6 A-Jugendliche, 3 davon auf der Platte. Wie siehst du die Situation mit der Mehrbelastung der jungen Spieler? Ja, ich denke, Michel hat letzte Woche dazu gesagt, dass das sind uns als Trainer, die in der Verantwortung stehen, das zu steuern. Ja, einige haben gestern viel gespielt, einige nicht so viel. Das geht um Trainingssteuerung, wir müssen es vielleicht auch steuern, dass die Belastung auch verfügbar ist. Ich denke, heute hat man vielleicht gesehen, dass dann doch auch schwierig ist, das umzuschalten. Gestern war ein sehr euphorischer Sieg, eine volle Halle, unheimliche Euphorie. Und das muss man dann eigentlich jeden Tag bringen. Dass das nicht einfach ist, weiß ich. Aber dafür arbeiten wir mit den Jugendlichen ja zusammen, dass wir das bringen müssen. Also gar kein Vorwurf. Das müssen wir lernen. Und
wir haben 14 Mann im Kader, sogar 17, wenn alle fit sind. Und heute hat gesehen, dass jeder wichtig ist. Und daran will ich arbeiten, dass wir da als Team weiter wachsen. Auch wenn wir halt nicht so viel zusammen trainieren können. Aber das alles in Absprache mit Michel bisher sehr gut klappt. Und ich denke auch, die Jungs erstmal keinen Nachteil davon haben. Schönen Dank. Ja, ist soweit. Haben die Trainer soweit alles gesagt? Sind von eurer Seite aus noch Fragen an die Trainer heute? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir mal nochmal zurück auf unseren Trainer, auf den Daniel. Daniel, du bist neu zu uns gestoßen. Deine Vorstellung war ja schon bei dem Tag der Junglöwen. Ich darf es vielleicht gerade noch mal kurz erwähnen. Dein Alter 35 Jahre, inzwischen nicht mehr älter geworden? Ja, bald. Okay, Familienstand, schaut wie aus bei dir? Ledig. Ledig, okay. Ja, du bist an für sich ja jetzt, wie schon gesagt, ein paar Wochen hier im Kraichgau. Wie gefällt dir Land und Leute? Nur mit der Sprache habe ich mitbekommen, gibt es ein klein wenig Probleme. Bei uns hier heißt es die Füße, das sind die, bei euch die Beine. Richtig, ja, da heißen so einige Begriffe anders. Aber okay, ja, nett, das nochmal in den Vordergrund zu schieben. Ich denke, wurde auch viel vorgestellt. Ich finde es wunderbar hier, sehr leistungsorientiertes Umfeld, was natürlich auch die Arbeit einfacher macht, aber auch natürlich die Anspruchshaltung von jedem Einzelnen ein bisschen steigen lässt. Das merke ich und das ist auch gut so. Dafür sind wir hier, oder bin ich hier hingekommen, um das weiter umzusetzen. Die Möglichkeiten sind fantastisch, wenn wir sie alle richtig nutzen. Und da arbeite ich dran mit der Mannschaft, dass wir uns weiter kennenlernen. Man darf jetzt nicht verhehlen, dass wir in der richtigen Vorbereitungsphase aufgrund der Ferien und Struktur in der vierten Woche sind. Einige Spieler waren verletzt. Ich denke, wir haben noch viel Spaß an diesen Spielern und in dem Umfeld fühle ich mich im Moment sehr wohl. Ja. Freut uns. Ja, und wie siehst du unsere Mannschaft hinsichtlich Teamgeist, Umfeld und einzelne Spieler? Boah, das ist eine kompakte Frage. Ja, also ich habe heute gesehen, dass wir da Potenzial haben, wenn wir uns anfeuern und zusammen Stimmung machen. Ich habe also keine Lust, eigentlich 60 Minuten den Abwehr-Stimmungsmacher zu machen. Da bin ich nicht zu bereit, weil irgendwann sitze ich nur noch und dann funktioniert die Abwehr nicht. Da müssen wir hinkommen, dass wir uns anfeuern, uns gegenseitig, egal ob wir spielen oder nicht, zusammenreißen. Ich weiß, dass die Situation nicht, klar, nicht einfach ist mit dritte Liga und so weiter. Aber da müssen wir hinkommen, dass wir da weiter arbeiten dran, dass wir uns feiern. Das ist halt gestern einfacher bei so einem emotionalen Sieg. Trotzdem sind es heute auch zwei Punkte und die lasse ich mir jetzt hier auch nicht nehmen. Wie würdest du dich selber als Trainer bezeichnen und auf was legst du besonderen Wert? Ja, impulsiv teilweise. Wenn es nicht ganz nach meinen Vorstellungen läuft, so wie wenn jemand Kleinigkeiten nicht mitdenkt, da bin ich schon mal ein bisschen laut. Ist nicht persönlich gemeint, ist einfach nur im Momentum. Ansonsten lege ich sehr viel Wert auf Disziplin, ja, dass man untereinander gut klarkommt. Es soll Persönlichkeiten geben, aber es darf nie die Teamhierarchie oder Team-Spirit stören. Und dass das gesagte Wort des Trainers auch das gesagte Wort des Trainers ist, sollte so sein. Ansonsten habe ich gerne gute Deckung plus natürlich Gegenstoß. Und da müssen wir weiter strukturieren im Training und das ist meine Aufgabe, das so zu machen. Letzte Frage, nicht nur der sportliche Anspruch bei den Junglöwen ist in diesem Jahr auch wiederum hoch. Was sind deine Ziele mit der Mannschaft? Ja, also das Ziel mit der Mannschaft ist ja weitgehend auch schon laut formuliert, dass wir weiterkommen wollen als die letzten Jahre. Ja, dass wir unter die ersten beiden kommen der Staffel, das wollen wir uns auch stellen. Dass wir dann ein K.O.-Spiel haben, dass wir dann möglichst gewinnen wollen, ist ein bisschen weit gegriffen jetzt, ich weiß, aber das sind die Ziele. Ja, und trotzdem finde ich auch noch, sollte man bei so vielen Spielern, die so viele verschiedene Eigenschaften haben, auch die persönlichen Ziele der Spieler sehen. Wenn ich sehe, dass A-Jugendspieler schon Bestandteil einer guten Drittligamannschaft sind, ist es auch gut. Und das müssen wir mit Augenmaß weiter betrachten. Trotzdem sollte auch mit denen, die nicht Dritte Liga spielen, dieser hohe Anspruch unser Anspruch sein, an dem wir uns messen lassen wollen. Okay, dann darf ich nur noch mal sagen, herzlich willkommen hier bei den Junglöwen, hier bei uns in Östringen. Ja, und ich darf noch mal hinweisen auf das nächste Heimspiel. Das wäre dann am Samstag, 22. September um 17.30 Uhr, haben wir dann die Gäste aus Konstanz hier zu Gast. Wir hoffen, dass dann wieder anständig Besuch ist, dass Sie auch dann da unsere Mannschaft lautstark unterstützen. Das soll es für heute gewesen sein. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Das Gleiche gilt auch unseren Gästen aus Göppingen. Okay, in diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.